fortsetzt zum X-ten. Uli Hoeneß live. Wie ich noch nie gehört, erhört haben durfte. Da habe ich ihn angerufen. Die kommt. Wirklich? Ja, sehe ich. Wann ist das eigentlich bei Ihnen klar geworden, dass Sie eine Art Personenmarke sind? Also es gibt den FC Bayern als Marke, aber mittlerweile, ich würde mal sagen, in Deutschland haben Sie eine Namens- und Personenbekanntheit auf dem Level wie Frau Merkel oder wie... Aber es ist nicht immer einfach. Ich glaube das. Sie sehen, ja? Ich glaube das, aber es ist ja so. Also, aber ich habe daran wirklich nie künstlich gearbeitet, indem ich gesagt habe, jetzt muss ich das machen, um das und das zu erreichen. Sondern ich habe, ich glaube, das, darauf bin ich stolz. Intuition. Ich selbst. Mit allen Schwierigkeiten. Mein Sohn, als ich jetzt wieder kurz über die Veganer gesprochen habe, hat gesagt, halt jetzt mal deine Klappe, ja. Man muss jetzt nicht, ich muss jetzt nicht wieder die Shitstorms in der Firma haben von all diesen Leuten. Aber ich kann da nicht aus meiner Haut raus. Verstehen Sie? Und wenn ich wohin gehe, dann versuche ich, meine Meinung zu äußern. Und wenn ich dann ständig so um den heißen Brei rumreden soll und sagen, ja, eigentlich könnte, ja, so kann man das natürlich auch sehen. Aber wenn man es so nicht sieht, dann könnte man es auch anders sehen. Denn ich sage, man kann es so sehen. Ob das dem einen passt oder nicht, ist mir wurscht. Ich hatte das Gefühl, bis zu der Steuerproblematik, waren Sie auch auf dem Weg, immer mehr eine politische Figur zu werden. Das stimmt. Und das bedauere ich sehr, weil damit war klar, dass in dieser Richtung nichts mehr möglich ist. Weil ich bin ja damals zu Anne Will gegangen, ich war ja bei MyBrit. Aber wenn ich heute jetzt irgendeinem was vorhalte, dann sagt er, was willst du eigentlich? Ja. Und da habe ich das ist schade. In einer bestimmten Form auch Verständnis. Obwohl ich es sehr schade finde, weil ich glaube schon, dass ich alles bereut habe. Ich habe meine Steuern bezahlt, habe die Zinsen bezahlt, bin ins Gefängnis gegangen. Aber trotzdem bleibt da etwas hängen und das kann ich nicht wegdiskutieren. Bei mir bleibt aber da nichts hängen. Hallo, ich bin Bodo Schäfer und ich habe ein Buch geschrieben. So, ich muss mal kurz unterbrechen, aber nur des Akkus wegen, der muss getauscht werden.